Mahavirasana ist die Stellung des großen Helden. Vira heißt Held. Virasana kann auch bezeichnet werden als heldenhafte Stellung oder energieerzeugende Stellung. Mahavirasana wird in klassischen Texten erwähnt, nicht genauer beschrieben. Virasana wird manchmal gleichbedeutend verwendet mit dem Fersensitz oder Variationen des Fersensitzes. Bei Yoga Vidya bezeichnen wir als Virasana eine spezielle energieerzeugende Stellung. Und um sie abzugrenzen von den verschiedenen einfachen Fersensitzvariationen, kann man diese auch als Mahavirasana bezeichnen. Annika zeigt, wie es geht. Du kommst zunächst zum Fersensitz, was letztlich Vajrasana ist. Dann setze dich auf eine Ferse, zum Beispiel die linke Ferse, gib den rechten Oberschenkel über den linken Oberschenkel, wenn es geht, den linken Fuß Richtung Gesäß oder sogar an das Gesäß. Dann hebe einen Arm hoch, zum Beispiel den rechten, und gib ihn nach hinten unten, gib den linken Arm nach hinten und verhake dann die Finger. Wenn du lange Haare hast, pass auf deine Haare dabei auf. Gib den Oberarm hinter den Hinterkopf, soweit es geht, und dann atme tief ein und aus. Beim Einatmen bring dein Bewusstsein hinunter zum Muladhara Chakra und beim Ausatmen über die Wirbelsäule hoch bis zum Ajna oder Sahasrara Chakra. Mahavirasana ist die große energieerzeugende Stellung. Durch die Stellung der Ferse wird Muladhara Chakra aktiviert. Durch das Kreuzen der Oberschenkel wird Svadhisthana Chakra im Kreuzbein gegen geöffnet. Durch das Aufrichten der Wirbelsäule wird Manipura und Anahata Chakra geöffnet. Das Heben des Armes nach hinten öffnet Vishuddha Chakra. Dann kannst du noch zum Punkt zwischen Augenbrauen schauen. Das öffnet Ajna Chakra. Und bringe deine Bewusstheit zum Sahasrara-Chakra, zum Scheitelgegend und zum Licht darüber.